Herzlich willkommen mal wieder zu einer neuen Ausgabe von bester-film.de, im Internet zu finden auf bester-film.de. Der Arne ist im Urlaub, deswegen war ich mal wieder allein im Kino und das gleich bei einer Komödie. Und zwar nicht irgendeine, sondern Vacation, wir sind die Griswolds. Und es ist, wenn man so will, eine Slapstick-Einlage nach der anderen, um die es geht. Beziehungsweise die Geschichte dahinter ist vielleicht noch ganz spannend, weil es ist eigentlich, ja, soll man es Reboot nennen, also Neuverfilmung, oder ist es vielleicht sogar eine Fortsetzung von einer Serie, die es vor 32 Jahren mal gab mit Chevy Chase. Damals der erste Teil war die schrillen 4 auf Achse und da baut dieser Film sogar so ein bisschen auf. Und kopiert es noch ein bisschen. Also kann man sich durchaus ein bisschen überlegen, wie man das Ganze denn verstehen will. Es geht um eine Familie. Der Familienvater will die ganze Familie irgendwie glücklich machen, zusammenführen wieder. Man merkt, ach, da rumort es so ein bisschen. Also machen wir mal eine Tour komplett durch die USA mit dem Auto zu einem Freizeitpark, damit das irgendwie alles schöner wird. Und da geht natürlich schief, was schief gehen kann. Das heißt, eigentlich ist es eine Slapstick-Einlage nach der anderen. Immer wieder passiert irgendwas, was weiß ich, die Frau kommt dann plötzlich mal wieder dahin, wo sie mal studiert hat und man stellt raus, früher war sie ein ganz heißer Feger. Das geht aber dann auch ziemlich wieder den Bach runter, ist älter geworden bei einem bestimmten Wettkampf, den sie selber mal initiiert hat, geht doch ziemlich was daneben. Und es gibt auch eine Menge Fäkalhumor, wer den Trailer kennt, weiß schon, da kommt durchaus ein bisschen was drin vor und viel Fremdschämen, wie man so schön sagt. Und bei mir selber war dann auch tatsächlich der Effekt im Kino, den ich sonst eigentlich nur bei Horrorfilmen habe, dass ich einen Großteil des Films so mit Hand vorm Augen da gesessen habe. Natürlich so mit leichter Lücke, man will ja nicht alles verpassen. Aber so dieses, das tut einem innerlich fast weh, weil man weiß genau, das geht jetzt schief, dass man das dann entsprechend dort erleben muss. Also finde ich das jetzt toll oder nicht? Also in dem Moment habe ich mich unwohl gefühlt. Finde ich im Kino eigentlich so dolle. Andere finden das vielleicht toll. Es gibt auch durchaus ein paar Highlights. Es gibt ein tolles Auto, also ein seltsames Auto da drin, das immer wieder als Running Gag sehr schön hervorgeholt werden kann. Und ein paar sehr witzige Auftritte, insbesondere den von Chris Hemsworth. Den kennen wir ja als Thor, der dort ziemlich schön sein Macho-Image auf den Arm nimmt, indem man auch ein wirklich voluminöses Genital dort, naja, also wer den Trailer kennt, weiß das auch schon, aber da gibt es noch ein paar andere Szenen, die wirklich schön mit ihm geworden sind, inklusive auch wirklich einiger sehr geschmackloser Geschichten, mit einer Kuh zum Beispiel. Also das ist nicht alles PC, was in diesem Film passiert. Natürlich am Ende, die Familie siegt, alles wird schön, ohne jetzt zu spoilern, darauf kommt es auch gar nicht an. Aber ja, was machen wir daraus jetzt für eine Wertung? Schwierig. Also es gab Momente, wo ich sage, ja, witziger Film. Gibt ein paar Sachen, wo ich sage, ja, das ist auch richtig gut getroffen. Zum Beispiel gibt es da eine Szene, wo es darum geht, warum hast du meine Fotos nicht geliked? Das nimmt ganz gut das auf, was vielleicht einige andere auch schon so erlebt haben. Anderes overacted aber auch völlig. Und da, wie gesagt, habe ich dann diesen Effekt mit der Hand vor den Augen und fühle mich unwohl. Vielleicht auch, weil man einiges von den Sachen eben an Gags auch schon aus dem Trailer dann kannte. Ganz interessant übrigens die Schauspieler. Für mich ja so als Kind der 80er und 90er schön mal wieder Christina Applegate zu sehen. Die spielt nämlich die Mutter hier. Ganz interessant eben auch auf ihre Rolle gemünzt, fast früher heißer Feger mit jedem im Bett gewesen. Das kennt man ja auch schon von Familie, ja. Genau. Die kennt man ja aus Eine schrecklich nette Familie beziehungsweise Married with Children. Und wen man auch kennt, ist der männliche Hauptdarsteller, seines Zeichens eben dieser Chaosvater, der Nachfolger von Chevy Chase, nämlich Ed Helms. Und den kennt man aus Hangover. Da spielt er diesen eher Schmächtigen, der da ja öfter drin vorkommt. Chevy Chase selber kommt übrigens auch drin vor. Er spielt ja nun den Opa. Der hat allerdings ein bisschen zugelegt. Merkt man hier, ja, 32 Jahre gehen jetzt auch nicht völlig spurlos an dem Herrn vorbei. Ich sag ja schon, wie machen wir jetzt mit der Wertung das Ganze? Ach ja, also ich gebe mal so irgendwas, 5 bis 6, also gebe ich 5,5, weil ja, viele Szenen, denke ich mir, sind so, dass man da, viele sagen, da muss ich jetzt nicht Schenkelklopfer draus machen, einige sind aber nett geworden, vieles ist eben auch vorhersehbar, also eher doch nur so eine durchschnittliche, leicht unterdurchschnittliche Wertung. Nicht jedem würde ich diesen Film dann entsprechend empfehlen. So möge man sich den Trailer angucken, wenn man da schon unterm Tisch liegt, dann ist es sicherlich so, dass man den Film genau richtig ausgewählt hat, den man sich dann gucken will. Ja, beim nächsten Mal geht es dann wieder mit Arne los. Nächste Woche ja auch großes
Jubiläum vom Cinemax. Das heißt, irgendwie halber Freundeskreis kauft sich diese Karte ab dem 25. für 25 Euro, glaube ich, 25 Tage kostenlos sozusagen, so viel man will, im Cinemax gucken. Kriege ich nichts für, kann ich jetzt einfach mal frei hier so erzählen. Deswegen kann es sein, dass es demnächst deutlich mehr Folgen in den nächsten 25 Tagen gibt. Lassen wir uns mal überraschen, ne? Jo, das war's für heute mit bester-film.de mit Henry ohne Arne. Bis zum nächsten Mal und tschüss.